Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Wir sind heute beschäftigt mit BeamNG Driving Simulator. Ja, was ist denn das für eine Simulation? Und zwar, diese Simulation soll Unfälle simulieren. Und ich habe mir gedacht, ey, mal als Abwechslung, das machen wir jetzt. Und ich habe mir ein paar Szenarien ausgedacht, die ich euch gerne jetzt mal zeigen möchte. Habe jetzt nicht viel Einstellungen vorgenommen an diesen Dingen. Also, wir machen das so, wie es ist. So, was haben wir jetzt? Play. Wir starten mit einem Bus. So, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, geben wir mal ein bisschen Gas. Ich will das jetzt hier auch mal zeigen mit diesen Physikkräften. Da sieht man halt wirklich, wie dieses Fahrzeug realistisch darauf reagiert, auf alle möglichen Huppel. Jetzt zum Beispiel nehmen wir den Huppel mit. Aber nicht gut genug. Gehen wir hier zum Beispiel mal. Direkt in die Schräge. So, direkt mal einen Schaden verursacht. Ist ja noch mal ganz gut gegangen, würde man jetzt sagen. Die Herrschaften, bitte alle aussteigen, würde man jetzt sagen. So, jetzt werden wir uns mal eine Karre nehmen und mal da richtig reinsausen. Habe ich mir mal so gedacht. Nehmen wir uns mal ein schönes Car rein. Aber wir nehmen natürlich nur Sport. Sport. Eine Mauer wäre auch geil, das machen wir auch gleich. Eine Mauer. Okay, Sportauto. Jo, man, gleich richtig auf Ganze gehen. Ah, now. Jetzt werden wir mal hier richtig schön mal gediegen hinten in die Mitte reinfahren. Sound geht schon ab. Nicht übertreiben. Schön Gas und dann rein in dieses Ding. Bus anvisieren und Gas. Ja, das geht. Alter. Was ist hier für eine Scheiße? Geiler Grafikbug. So, jetzt haben wir den ersten Unfall und wir analysieren das mal. Wagen fährt noch. Schrott, würde ich sagen. Ah ja. Hier sieht das einer an. Ein Jüt. Machen wir nochmal neu. Nee, da war doch diese Kanonenkugel. Diese Kanone. Hol ich mir hier rein. Wo war denn diese Kanone? Einsbahn. Oh. Oh. Machen wir das mal beim kleineren Fahrzeug? Na, willst du? Dreh dich du mal. Fertig. Und Feuer. Bam. Einfach abgeknallt. Okay, jetzt mal hier, wollen wir mal was richtig machen und zwar, wo haben wir denn diesen Nighthawk oder wie der heißt? Ziemlich schnelles Fahrzeug hier, Drag Moonhawk, genau den wollen wir und der ist nämlich richtig schnell. Da möchte ich mal so richtig gegen der Wand donnern. Mach ich rein hier? Alter. Der hat hier gesessen, würde ich sagen. Motor läuft noch, ziemlich realistisch. Also ich dachte mal so, der da jetzt drin sitzen würde, wäre jetzt, glaube ich, richtig Matsch. Also so richtig. Alter, guck mal, wo das Lenkrad ist. Lenkrad unten. Nehmen wir doch mal eine Wand rein. Eine Wand. Kann man da irgendwie was machen? I! Bewegt sich ja. Das war ja jetzt nicht cool. Nochmal, kann man die wieder aufbauen? Jetzt so? Ich meine, wenn ich von da hinten jetzt geballert komme. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal einen anderen Wagen. Und gucken mal, was passiert, wenn wir in diese Wand fahren. Nehmen wir doch mal den hier. Lass mal wenden.
Jetzt auch kein Grafikwunder, dieses Spiel, aber es macht seinen Dienst. Okay, noch ein bisschen. Geht. Nein, nicht. Nein, Vorsicht. Nein, nein. Der Schaden groß. Geht. Ja, genau rein. Aber richtig durch. Der hat gesessen. Ja, macht schön Fetz. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir lassen mal so ein Auto fliegen. Hoffentlich stören die Steine jetzt nicht. Oh, doch. Ah, Mist. Den Unterboden kaputt gemacht. Jetzt aber. Nächste Ramp ist unsere. Über den Berg, genau über den Berg. Und da fliegt er. Das war's. War's für dich, mein Guter, wa? Ja, passt sogar wie ein Kalten nur rein. Und dann würde ich sagen, gucken wir noch mal was anderes uns an. Mal eine andere Map oder so, würde ich sagen noch. Da fahren wir erstmal geradeaus. Kann man schön sehen, wie das Fahrwerk arbeitet. Oh! Ach, verdammt. Das kommt davon, wenn man aufs Handy schaut. Beim Fahren. Hat mir völlig das Auto kaputt gemacht, also Wahnsinn. Ich brauche den ADAC. Und unten, man sieht das Kennzeichen, schön. Schön mal Kennzeichen gelegt. Boah. Irgendwo höre ich einen Reifen. Ah, vorne haben wir einen Platten, das passt ja schon mal. An. Kommt, jetzt machen wir noch mal einmal einen richtig krassen Crash irgendwo und dann ist gut hier. Dann konnten wir uns einen Eindruck davon verschaffen, von diesem Game. Und rein in die Mauer. Nee, der reicht mir nicht. Noch ein. Geil ist das denn? Oho. Komm gleich die Klippe runter. Hast du das überlebt, ey? Na okay, komm. Hören wir auf, es macht jetzt hier keinen Sinn mehr. Wir konnten uns einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Macht schon ein bisschen Fetz, wenn man ein bisschen kreativ ist und, sag ich mal, sich irgendwelche Szenarien zusammenbauen will und möchte. Ist man hier genau richtig. Ja, dann würde ich einfach sagen, macht's gut, euer Tornado. Ciao und bis zum nächsten Mal.